Ich begrüße euch zur neuen Folge Final Fantasy 3. Ich habe hier ein Dorf gefunden, gerade ganz zufällig. Ich kann euch mal zeigen, wo das ist. Das haben wir uns bisher noch gar nicht angeguckt. Das ist hier. Wenn man jetzt hier reinfliegt, dann kommt man... dann kann man hier oben zur Dings. Ich kann euch mal auf der Karte zeigen, wo das ist. Da war ich bisher noch gar nicht. Das ist ganz spannend. Dann gehen wir jetzt da mal hin, würde ich sagen. Hoffentlich gibt es da neue coole Ausrüstung, also was. Das wäre zumindest super. Hier haben sie es genau richtig gemacht. Nur zwei von diesen nervigen überfliegbaren Stellen. So, dann gucken wir mal. Ich wollte eigentlich heute zu Doga, aber... Falgabart. Ah ja. Okay. Scheinbar die Stadt der Dunkelritter, weil dort läuft ein Dunkelritter rum. So, ich kaufe mal lieber voll. Geheilt bin ich. Ich gehe mal raus und speichere draußen. Ich habe so eine kleine Angst gerade irgendwie, dass hier irgendwas passiert oder so. Aber eigentlich sollen wir ja zu Doga. Zu Dogas Schloss. Willkommen in Falgabart, dem Ort des Trostes für diejenigen, die die Kunst der Dunkelklinge zu beherrschen suchen. Ja, wir wollen kein Dunkelritter sein. Was ist hier? Nichts passiert. Es ist bestimmt ein Wiederbelebungsbrunnen oder sowas. Nur jene, welche die innere Dunkelheit überwinden, können die Dunkelklinge führen. Dunkelritter sind darin wahre Experten. Aha, okay. Ein Zauberladen. Was gibt's denn da Schönes? Ja, Stufe 3 Zauber, die ich jetzt nicht wirklich brauche. Okay. So, mit dir haben wir im letzten Part schon mal geredet. Hast du was Neues irgendwie? Für den Neff nicht. Ich finde es auch irgendwie dämlich, dass man halt mit immer wechseln muss. Klar, es ist irgendwie logisch, Briefgeheimnis und so, aber trotzdem. Vater ging schon vor längerer Zeit von uns. Unser Ronia blüht durch den wiedergeborenen Frieden. Ihr solltet noch uns mal einmal besuchen kommen. Ja, machen wir irgendwann. Wahrscheinlich. Also, klar, also... Es sollte ja nicht Lunef die Briefe von Refia lesen können oder so, aber trotzdem. Das finde ich ein bisschen doof irgendwie. Ich hätte halt cooler gefunden, wenn man das einfach so ganz normal machen könnte, mit jedem Brief lesen könnte, das ist nicht so nervig, ist aber gut. So. Hallo. Die legendäre Klinge Masamune ist seit langem verschollen. Ich hörte jedoch, dass sie verborgen auf einem wahren Meister wartet. Okay. Masamune, das ist ganz spannend. Ist eine bekannte Klinge in Final Fantasy, zum Beispiel der Chef von Sephiroth aus Final Fantasy 7. Einige Monster sollen sich spalten und vermehren, wenn man sie... Einige Monster sollten mal durchlernen, zum Beispiel dieser Vero dort. Einige Monster sollen sich spalten und vermehren, wenn man sie mit physischen Attacken angreift. Es gibt sozusagen damit Ärger. Okay. Kennen wir ja schon die Monster. Die Monster in der Höhle der Schatten nördlich von Armor können nur mit Dunkelklingen-Techniken besiegt werden. Niemand kann jemals zurück. Höhle der Schatten nördlich von Armor. Ich... War das dir... Oder waren? Wahrscheinlich. Egal. Vor langer Zeit gab es Kämpfer, die mit Dunkelklingen und kraftvollen Wurfwaffen kämpften. Man nannte sie Ninja. Auch im Beruf, den wir noch bekommen werden. Ich wette, man kann irgendwann in irgendein Haus von hinten rein. Ich habe das voll nicht gesehen irgendwie. So, hi. Ashura. Wirksam gegen sich spaltende Gegner. Tja, wir haben bessere Waffen. Dämonenaxt und Yoichi Pfeil. Nee, ich brauche jetzt keinen Bogen oder sowas. Nee. So. Jetzt mal hier. Kann man hier vielleicht hinten rein? Nee, schade. Aber ich wette, das wird irgendwann gehen, in irgendeiner Stadt. Aber wir haben doch gar keine Stadt mehr zum Erkunden, oder? Oder kommt noch irgendwann einer? Dich kennen wir schon. Jetzt erkunden wir die Stadt mal mit rangezoomter Kamera, ob hier noch irgendwas rumliegt. Kann ja gut möglich sein. Die Musik ist ganz beruhigend eigentlich. Oh, da liegt scheinbar nichts rum.
Was zu sagen? Die Monster, die in dieser Höhle ihr Unwesen treiben, kann nur ein Meister Dunkelklinge erlegen. Hat überhaupt keine Chance. Das will ich ja sehen. Das will ich sehen. Heiliger Hammer, das ist interessant. Was auch immer es ist. Wir gucken uns mal diese Höhle an, ob hier irgendwas ist. Hilfe, ich werde angegriffen. Ja, das sind nur die Monster, die wir schon kennen. Please, das ist doch jetzt hier keine Herausforderung für uns. Für uns, die Meister des Lichtes, weil wir Lichtkrieger sind und so. Ja, genau. Meister des Lichtes, das ist unser wahrer Name. So, wir gucken uns mal. Die geht an und ich denke, ich hätte die Kämpfe rausschneiden. Außer halt die neuen Gegner, genau, das würde ich sagen, genau. Also, den Kampf lohnt sich nicht mehr rauszuschneiden und den nächsten Match rausschneiden. Sehr schön, Refio, du hast besiegt. Ich dachte, jetzt erteilt er dich noch mal, aber hat er... Ich soll Deutsch lernen, aber hat er nicht. Das gefällt mir. So. Was haben wir noch Schönes? Eine Truhe. Dämonenpanzer. Aha. Interessant. Und ein Kampf. Oh, ich kenne mich schon. Ach ja, das ist ein einfacher Gegner. Wo bin ich? Ich habe keine Ahnung. Noch ein Schatzraum. Kotetsu. Das haben wir schon, oder? Das bringt uns nichts mehr. Ja. Da ist unsere jetzige Waffe besser. So, was ist das hier? Ashura. Was ist das? Auch eine Waffe oder was ist das? Ashura. Die hat ja nur 100 gehabt, oder? Deswegen brauche ich die nicht. War das die Hürde jetzt schon oder kommt hier noch irgendwas? Aber wenn das wirklich schon die Höhle war, dann... Oh mein Gott, war die lame. Kann man auch irgendwie nach Wasser rein oder so? Ich habe keine Ahnung. Oh, nee, euch kennen wir, glaube ich, schon, oder? Kennen wir euch schon? Ich lasse einfach mal drinnen. Die kommen gerade so ein bisschen bekannt vor, aber ich glaube, die kennen wir... Ich weiß es nicht. Ich lasse einfach mal drinnen. Teilt euch auch? Nö. Ich glaube, ihr kommt doch aus dieser Seehöhle, oder? Da haben wir euch schon mal gesehen, glaube ich. Ich bin mir gerade nicht sicher. Egal. So. Ihr seid auf jeden Fall auch kein Problem für uns. Für uns, die Krieger des Lichts. Die einfach nur unglaublich stark sind. Ingos eine Stufe ansteigt. Sehr schön. Ja, die Höhle. Die Höhle war ja nix quasi. Die war mega einfach und mega kurz. Na, was sagt jetzt, alter Mann? Ja, das glaube ich nicht. Guck mal, da hinten geht der Wald weiter. Kann auch irgendwie hin oder so? Nee. Ich glaube nicht. Gut, dann auch so für diese Stadt hier. War ganz nett hier, aber ich muss leider wieder gehen. Ich habe hier nichts mehr zu tun. Deswegen. Aber kann man noch ins Wasser rein irgendwie? Moment. Falgabart. Der Fluss sieht auch so aus, als ob man da irgendwie reingehen könnte. Der mich irgendwo hinbringt. Schade. Sehr, sehr schade. Ich kann mich aber an ein Let's Play erinnern, wo man in irgendein Haus hinten reingehen konnte. Ich weiß aber nicht mehr, wo das war, in welcher Stadt. Ich kann mich da irgendwie dran erinnern, ich weiß nicht mehr. Ich bereite mich mit einem anderen Let's Play so ein bisschen auf meine Videos vor. Also ich lasse mich nicht irgendwie spoilern, aber ich weiß jetzt, was ich noch alles machen kann, also was. Zum Beispiel im letzten Part diesen einen Boss, da kannte ich zum Beispiel auch nicht, also was. Ich gucke halt nur, wo man als nächstes hin könnte, also was. Aber die Gebiete und so spoilere ich mir nicht. Und auch die Story-Dinge spoilere ich mir nicht. Und das mache ich auch seit kurzem. Nicht schon irgendwie... länger oder so. Gut, dann nehmen wir die Autilus und bewegen uns dahin, wo Doga wohnt. Die Autilus ist so viel schneller, das ist so cool. Ach ja.
Wie gesagt, mein einziger Kritikpunkt der Invincible, die so mega langsam ist. Das ist das Einzige, was mich stört. Bin ich auf richtigen Kurs? Ich bin vorbeigefahren. Oder geflogen, besser gesagt. Vorbeigeflogen, ja genau. So. Wieso greifen mich manchmal in der Luft Gegner an? Das ist voll selten, aber es passiert manchmal. Das ist strange. Das ist ja strange. Ach ja. Und das war's auch schon wieder. Oh, ich freue mich, wenn wir feine Boss mit meinem Diamanten wegzurecken. Ja. Ich habe auch keine Ahnung, wer das ist, wenn ich mal so drüber nachdenke, glaube ich. So, Dugas. Ja, Drekazin. Kommt, es ist nur Zeit, dass Unai und ich euch das geben, was wir für euch vorbereitet haben. Wo seid ihr denn? Wir sehen euch nicht. Tretet auf den Kreis und folgt dem Weg durch den Tunnel. Wir werden an sein Ende auf euch warten. Ah, noch ein Dungeon oder was? Spannend. Ich könnte mich aber auch nochmal heilen im Haus, fällt mir gerade so auf. Dugas Grotte. Aha. Sieht ziemlich cool aus, finde ich. So, ja. Hat schon was. Ja. Und kommen hier auch neue Monster? Ja, hier kommen neue Monster. Was seid ihr denn? Nemesis, okay. Na, was geht in Nemesis? Ich hoffe, ihr habt Lust, wegzugehen und zu sterben oder sowas, ja? Das freut mich. Denn genau das passiert euch jetzt. Oh, die halten aber ziemlich viel aus, scheinbar. Ja. Wow! That was close. Das war really close. Geben aber ordentlich EP, das gefällt mir. So. Gehen wir mal weiter. Und das ist eine Truhe, sehr schön. Mit 10.000 Gil. Wow, Doga, du bist heute scheinbar ziemlich in Spendierlaune. Ich meine, das ist deine Kotte, das heißt, du musst die ganzen Truhen aufgestellt haben oder sowas. Dich kennen wir, glaube ich, schon, oder? Lindwurm. Nee, ich glaube nicht. Egal. Wir greifen mal an. Mit dem Erdrutsch. Ja, so ist gut, Ingus. Aber du fliegst auf dich ja wahrscheinlich Wind besser. Hm. Oh, du bist einfach ein Drache und stirbst deswegen wegen Drachenlanze. Ja, das ist auch so gut. Dagegen habe ich nichts. Dagegen habe ich nichts. Wie stehen eigentlich die ganzen Stufen momentan? Die Berufsstufen. 25, 48, 56, 75. Wieso levelst du so langsam? Das verstehe ich nicht. Liegt es einfach daran, weil er halt ins Fieber drin ist, oder was? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht, aber... Ja. Lässt sich wahrscheinlich mit Hilfe des Internets herausfinden. Die Höhle gefällt mir, die hat eine ziemlich coole 3D-Ansicht. Ja, und schon nicht mehr. Scheinbar. Geht's hier weiter? Sieht so aus. Das kommt mir sehr final vor, dieser Raum da. Ich will mich aber weiter umgucken. Ihr könnt... Oh nein, mehrere Wege. Das ist... Okay, hier ist nur Truhen. Ein Gierdolch. Sonnenaufgang. Was ist das denn? Und Weißmuschus. Okay. Was auch immer das ist. Ah, das ist ein Bumerang. Er teilt heiligen Schaden. Es ist quasi Holy oder was? Beziehungsweise Sanctus. Oder wie habe ich jetzt das zu verstehen? Hm. Spannend. Und da ist noch eine Treppe gewesen dort. Und du bist heute da, das heißt, dich werden wir ganz einfach mit Ark töten können. Ja. Und du hast nichts dagegen auszurichten. Waha! Oder du tötest Ark einfach. Wenn du jetzt zweimal angreifen könntest, könntest du es sogar schaffen. Und du kannst zweimal angreifen, aber du schaffst es nicht, weil du Neff angreifst. Opfer. Ja. Das ist so. Und tschüss. Sehr schön. Sehr schön. Die Drachenlanze wird auch ein großes Plus im Kampf gegen Bahamut sein, denke ich mal.
irgendwann, wenn wir halt die neuen Berufsklassen haben, dann werde ich gegen Bahamut kämpfen und gegen Leviathan. Halt auch. Und hier sind auch nur Truhen. Chocobos Zorn, was auch immer das ist. Und ja, und Hinterhals. So, das war der Kampf. Wie gesagt, ich werde nicht so rausschneiden, solange keine neuen Gegner kommen. Das habe ich voll vergessen. Geht's hier weiter runter? Wohin müssen oder? Ich weiß es nicht. Dann war vielleicht, da geht's wahrscheinlich hier weiter. Dann würde ich nochmal zurück in diesen anderen Raum rein. Ich will halt nicht jetzt dahin, wo die Story weitergeht und dann halt die anderen Truhen nicht haben. Das wäre ziemlich doof, deswegen. Dann gucke ich doch erstmal in den Raum hier rein. Da sieht man halt so groß und final aus irgendwie, aber dann ist der Raum halt einfach leer. Wäre ich mal einen Schritt weiter gelaufen. Super. So, ich dachte mir, das müsst ihr euch nicht mit angucken, wie ich zurücklaufe. Das ist einfach unnötig und dumm. So, gut. Da sind wir jetzt wieder hier und gehen weiter runter. Mir gefällt die Ansicht hier voll. Das ist ziemlich cool gemacht, meiner Meinung nach. Das ist richtig cool gemacht. So, was haben wir in der Truhe drin? Eine Phönixjäger, das gefällt mir. Sehr schön. Hier scheint jetzt wohl das Ende zu sein, denke ich mal. Ja, da stehen sie schon. Sehr gut, wir haben es geschafft. Wir müssen nun den Eureka-Schlüssel vervollständigen. Doch zuerst müsst ihr gegen Doga und mich kämpfen. Macht euch bereit. Was? Aber nein, das können wir doch nicht. Hört mir gut zu. Vor langer Zeit gab es Waffen, die zu mächtig für die Menschheit waren. Diese Waffen wurden in Eureka versiegelt. Jetzt ist ihre Zeit gekommen. Und der Eureka-Schlüssel benötigt Dogas und meine Energie, um vollständig zu sein. Nein, wir können doch nicht... Doga, oh nein, können ich nicht bekämpfen. Aber es muss geschehen. Wenn ihr uns nicht besiegt, dann werdet ihr sterben. Oh Gott. Was? Was bist du denn? WTF? Was ist mit Doga Wir wissen ja, dass in diesem Spiel... Ich bin nicht geheilt, das ist gerade ganz schlecht. Teils echt ziemlich strange Verwandlungen passieren können. Aber das, ich meine, erinnert euch noch an Gutsko, der war plötzlich ein roter Drache. Aber was ist das denn? Hilfe! Ew! Kannst du wieder weggehen? Ich habe keinen Bock von dir nachts im Schlaf attackiert zu werden oder so. Das ist ja ganz gruselig. Ah. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh, ich kann auch nicht heilen. Das ist doof. Dann machst du Analyse, dass ich weiß, was deine Schwäche ist. Ich halt mit entsprechenden Items angreifen kann. Und du machst auch normal, wie viel Schaden du da machst. Analyse. Ja, Doga. Ja, danke schön. Ja, Analyse in diesem Spiel ist sehr hilfreich, muss ich schon sagen. Muss ich schon mal so sagen. So, wie viel Schaden machst du normal? Na, okay. Du greifst normal an, dass dich Refia heilen kann. So. Mitra. Übrigens muss ich sagen, mir gefällt dieses, jede Stufe hat ihre eigene MP-System ziemlich gut in diesem Spiel. Das finde ich ziemlich cool. Finde ich schade, dass es halt in anderen Teilen nicht übernommen wurde. Aber, ja. Wow, Hilfe. Hilfe! Dann greifst du jetzt nochmal normal an, dass ich Vitara machen kann. Oder du stirbst einfach. Cool. Dann geh jetzt in den Kampf gegen Unai angeschlagen rein. Das ist ja super. Toll. Einfach nur toll. Wundervoll. Tja, was soll's. Doga, nein! Jetzt bin ich an der Reihe. Zeig mir, dass ihr ein Holzstift seid. Unai, bitte nicht.
Sei still! Jetzt ist die Zeit zu reden! Und sorgt euch nicht! Selbst wenn unsere Körper vergangen sind, werden unsere Seelen bleiben! Und jetzt kämpft! Was bist du? Okay, du siehst noch so ein bisschen aus wie Unai. Aber was war denn Doga? Hilfe! Mehr sage ich dazu nicht. So kann Refia bitte ganz, ganz schnell heilen. Ich will nicht, dass irgendwie ich hier, Dankeschön, sterbe. Das wäre uncool. Oh Gott. So. Tornado. Okay. Wie viel macht das? What? Ja, übertreib halt, Frau. Übertreib halt. Was ist denn mit dir kaputt? Dass du plötzlich... Wow. Hätte er einfach mal die ganze Gruppe getroffen, wäre sowas von dämlich und unfair gewesen, ganz ehrlich. Du kannst Protest. Na klar kannst du Protest. Ja, ja, ja. Ja, logisch, logisch, logisch. Logisch, logisch. Na, 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 na. So. Manchmal ist das Spiel echt lächerlich, so, dass ich plötzlich den Crit macht. Ich mach's so gut wie nie Crits, und dann kommt sie und, ja. Hast kann sie auch noch. Das wissen wir sogar aus dem Part, wo wir mit dir gespielt haben, aber also die Protestkarte hat sie uns nie gezeigt. So, Sprung. Der Kampf ist deutlich stärker, nicht stärker, sondern Sanctus. Ja, ja, genau. Genau! Hm? Ja, genau. Ich zeig dir Vogelfrau. Was ist los mit dir? Mach einfach mal Sanctus, ja, why not? Ist doch einfach nur. Ist einfach nur der stärkste Weißmagie-Zauber. Ja. Und den kann ich auch zu. Ja, jetzt sind natürlich Toten. Egal. Den kann ich auch zu dem Zeitpunkt im Spiel vorwegstecken, Sanctus. Ja. Ja. Wahrscheinlich war es ihr Finisher oder sowas. Oh, so viele EP gehen an ihm flöten. Egal. Doga. Oh nein. Eure Kaschlüsse ist vervollständigt. Nehmt ihn an euch. Doga! Seid nicht traurig. Unsere Seelen bleiben erhalten. Auch wenn unsere Körper vergehen. Wir müssen gegen Oxander aufhalten. Er befindet sich im Sykrus-Turm, dessen Eingang 4 Uhr die Statue bewachen. Vertreibt die Dunkelheit aus dieser Welt. Ich weiß, dass ihr es schaffen werdet. Das Licht in jedem von euch ist hell und stark. Das Licht des Mutes. Das Licht der Güte. Das Licht der Liebe. Und das Licht der Entschlossenheit. Eure Hoffnung und eure Sehnsucht verwandeln sich in Licht, das euch Kraft gibt. Vertreibt die Dunkelheit aus dieser Welt, Krieger des Lichts. Und nehmt dies. Der Sykrus-Schlüssel. Öffnet die versiegelte Tür im Turm. Wir werden euch über euch wachen. Nun geht und rettet Sande. Bitte. Oh nein. Boah, das ist so scheiße traurig. Boah. Da. Oh, das Spiel ist so gut. Leute, das kam jetzt mega unerwartet, dass wir plötzlich Doga und Unai töten müssen. WTF? Hätte damit irgendeiner von euch, der das Spiel nicht kennt, gerechnet? Boah. Und gerade die Szene, das allein dadurch, dass man auch die Emotionen in den Gesichtsausdrücken der Charakter sehen kann.
Das macht das Spiel auch besser als Final Fantasy 2. Klar, auf dem GBA konnte man das nicht darstellen. Das ist mir vollkommen klar. Deswegen, das kann man jetzt als wirklich einen Kritikpunkt nehmen. Aber trotzdem, das ist in dem Spiel einfach auch so gelungen. Für die DS-Grafik, die hier benutzt wurde. So wie Refian in dieser einen Szene die Hände vor ihrem Mund gehalten hat und so voll... Oh, das gibt... Ah! So voll war das. Ist... Boah. Wow. Das hat bisher keinen Teil der Reihe geschafft. Teil 1, Teil 2 nicht und jetzt erst Teil 3. Teil 9 lasse ich mal hier außen vor, weil der ja später rauskam. Teil 9 ist allgemein... Boah. Wow. Teil 9 ist noch viel besser irgendwie halt. Ist ja auch klar, es ist auch eins der besten Teile von allen so. Finden alle als einer der besten Teile und bla bla bla, egal. Aber auf jeden Fall muss man sagen, das Spiel schafft schon ziemlich gut Emotionen und sowas auszudrücken. Boah. Definitiv. Ich würde auch sagen, wir sehen uns im nächsten Part von Final Fantasy 3 wieder. Bis dann und ciao, euer V-Row. Tschüss.